Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess. So, wir sind hier auf der Ebene von Hyrule. Ich will noch ein bisschen was ausprobieren, bevor wir mit der Story weitermachen. Erstens dieses Ding hier wegsprengen. Habe ich das schon mal gemacht? Okay, gut, das wäre erledigt. Da gab es noch ein bisschen Geld. Ach, wir können uns das einfach grabben. So, wir brauchen natürlich wieder 5 Stück für das nächste, aber gut. Okay, ich dachte, ich kann mich da irgendwie runterlassen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ist ja voll dumm. Sind wir als Wolf nicht schneller? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind als Wolf was schneller. Hey. Ist da voll das Hindernis? Hier habe ich doch irgendwas glitzern gesehen. Hier etwa Insekten. Ja, ich meine, hier gibt es Raben. Und so Raben gab es irgendwie meistens auch immer Insekten. Ja, die nerven halt einfach nur, ne? Gegen den Baum rollen bringt aber auch nichts. So, haben wir jetzt alle. Kann ich jetzt mal... Okay, wo auch immer die herkamen. Vielleicht, weil ich alle Raben besiegt habe. So, hier hat doch irgendwas geglitzert. Oder war das ein Stern am Himmel? Nochmal nach da unten gucken. Ah, hier ist was. Eine Kellerassel. Männlich. Okay, vielleicht hat die weibliche irgendwo da am Felsen gesessen. Wir müssen sie uns einfach grabben. Die ist jetzt natürlich hier irgendwo in der Nähe. So unauffällig sind die Insekten ja eigentlich nicht. Müsste hier eigentlich schon irgendwo sein. Ha, wie kommen wir an die Kiste da unten? Das ist auch eine gute Frage. Da krabbeln wieder eklige Schnecken rum. Ah, guck mal, aber wir können uns die Kiste noch holen. Ach, diese wunderbare Melodie, die einen denken lässt, man wäre jetzt... woanders. In einem anderen Spiel. Und dann geht diese Musik los und man ist leicht verwirrt. Ja, irgendwie kommen wir an diese Kisten noch nicht so ganz ran. Aber gut. Ja, ich weiß, das ist vielleicht immer so ein bisschen doof. Wenn dann so ganz langatmige Parts kommen, wo man nur rumsucht.
Aber ich meine, entweder wir machen sie halt zwischendurch oder irgendwann alles am Ende. Das wäre ja auch doof irgendwie. So, wir suchen eine Kellerassel noch. Ihr nervt. Übelst. Leuchten die nur nachts so hell oder tagsüber auch? Ist hier was? Nee. Es ist schon lustig, wenn man in Zelda so durch die Gegend läuft und Asseln sucht. Aber gut, ich meine, ist natürlich auch cool, dass hier auch andere Gebiete irgendwie so ein bisschen mit Leben erfüllt werden, dass es ein bisschen interessant ist. Und hier beobachten wir irgendwie ein interessantes Phänomen, dass Texturen, wenn sie so gestreckt werden und man so schräg drauf schaut, irgendwie so anfangen matschig auszusehen. Ja, da fehlt die Oberflächenstruktur irgendwie so ein bisschen und dann sieht man, dass das eigentlich nur eine flache Textur ist. Kann man hier vielleicht einfach mit einem beherzten Sprung rüber? Natürlich scheiße, dass man wirklich immer hier hinten dann wieder landet. Könnte denn die zweite Assel mal sein? Ich finde es immer ein bisschen... Ah doch, hier ist doch was. Hier. Ah, okay, cool. Ja, wenn man die eine findet, dann muss man die andere natürlich auch finden. Das andere, den Partner. Weil die sind dann ja immer direkt in der Nähe. Ist dann eigentlich doof, wenn man das weglässt. Und was ist hier? Die nächste männliche Kellerassel. Die wachsen hier nach. So, einen Versuch würde ich gerne noch machen. Wenn ich dann... wahrscheinlich falle ich dann wieder runter. Da muss ich mir Epona halt rufen. Da muss sie halt mal rüberkommen. Und zwar, wir wollen ja... Schaffen wir das denn? Ich glaube nicht. Selbst wenn ich es dahin schaffe, was habe ich denn gewonnen? Ah, dann kann ich klettern. Ich muss also eigentlich nur da runter. Geht das denn nicht eigentlich einfach mit dem Greifhaken? Wieso ganz knapp nicht, oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Wenn ich es dahin schaffe, dann schaffe ich es doch wohl dahin. Komm, so ein ganz ein Fitzelchen. Nee. Muss ich irgendwie anders rüber. Du schaffst es, Link! Mann! Ja, okay. Das klappt nicht. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal unser Geld abgeben. Huch, was machst du denn hier draußen? Mein Kleiner kommt gar nicht aus Hyrule-Stadt zurück, obwohl doch die Brücke jetzt repariert ist. Kannst du nicht mal nach Hyrule-Stadt gehen und meinen jungen Goron nach dem Rechten sehen? Ach so, ich meine natürlich ihn hier.
Für die Eröffnung des Ladens in Halberstadt fehlen noch 2000 Rubine. So. Alles kriegt ihr, alles. Es fehlen noch 1700. Dann haben wir vielleicht auch keinen Stress, dass uns wieder das Geld vollläuft. Beim nächsten Story-Abschnitt, wie es beim letzten Mal passiert ist. So. Dann holen wir uns mal schnell Epona. So, und dann wollen wir einmal über die Brücke reiten. Und vielleicht finden wir ja dann ja irgendwas. Hallo, Corona. Hallo, tschüss. Genau, und wenn wir das haben, dann können wir ja, glaube ich, dann auch mit der Story langsam mal fortfahren. Da kommen wir nicht ran. Oder doch, da kommen wir ran. Hä? Oh, irgendwie... Hallo, das wollte ich nicht. Hä, habe ich da nicht gerade ein gelbes Ding gesehen? Ah, Mist. Sind wir irgendwie hier irgendwo rauf? Tatsächlich immer noch so viele spannende Orte. Nee, irgendwie kommen wir hier nicht rauf. Nee. Nee. Okay, können wir ein andermal gucken. Hier sind wieder die lustigen Schweinchen. Und was sind das hier für Teiche? Mann! Ist ja mal super nervig. Hier wollen wir lang. Leute, es reicht. Oh, ich wollte eigentlich den Schild zücken. Link ist immer so unpräzise hier. So, haben wir jetzt alle. Wir haben ein paar Schweine tatsächlich. So, was ist denn los mit dir? Du siehst etwas zusammengeschlagen aus. Oh, ich mag nicht mehr. Jetzt ist die Brücke zwar wieder ganz, aber ich bin so schwach. Da kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles, was ich brauche, um zu Kräften zu kommen, ist Quellwasser. Wenn ich mich damit übergieße, geht's mir wieder gut. Wir müssen wohl Quellwasser von da hinten hierher holen, aber ich weiß einfach nicht, wie lange das braucht. Bis das dann tatsächlich, Komm, hier schön das Schwein beiseite schieben. Ich weiß halt nicht, wie lange das braucht, bis das Quellwasser, ...
sich halt in normales Wasser verwandelt. Heuschrecke, weiblich. Gut, wo ist dann die männliche? Jetzt geht das schon wieder los. Wie kommt mir sie hier so langsam vor irgendwie? Es gibt wieder Fettkohle, wenn wir zu Agneta gehen. Wir müssen nur... Ja, wo könnte denn mal die andere sein? Seht ihr es irgendwo blinken, Leute? Es muss blinken. Ich sollte ich besser mit Epona gucken, aber ich habe halt Angst, dass ich dann schneller was übersehe. Hier immer diese Sammelquests, wo man einfach nur suchen muss. Immer diese Schluchten hier, überall in Hyrule sind gewaltige Schluchten aufgetan. Und niemand fühlt sich verpflichtet, hier ein Geländer hinzubauen oder sowas. Ja komm, vielleicht reiten wir einfach mal ein bisschen ein Stück mit Epona weiter. Wir müssen ja nicht galoppieren. Letzte Heuschrecke habe ich schließlich auch auf Epona gefunden. Das Ding denn? Eine sehr weitläufige Ebene hier. Irgendwo ein goldenes Leuchten, bitte. Ah, vielleicht einfach irgendwo hier ganz weiträumig in diesem Gebiet. Wäre cool, wenn man irgendwie Gespür aufnehmen könnte. Oh gut, das wäre vielleicht auch ein bisschen lame. Ja, also irgendwie ist hier was? Nee. Okay, gut, dann... Mann, aber eigentlich ist das scheiße, weil ich hab's ja eben gesagt, wenn man einen findet, sollte man eigentlich auch den anderen finden. Weil die ja doch immer relativ nah beieinander sind eigentlich. Die jetzt keine halben Sachen machen. Das
ist der Pacht schon wieder vorbei. Wir haben eigentlich fast gar nichts hinbekommen. Wir haben nur den nächsten Goronen der Quellwassersucht gefunden. Wo ist denn mal die Heuschrecke hier? Die hüpfen natürlich auch immer rum, ne? Oder Heuschrecken fliegen sogar, oder? Das sind noch diese Heuschreckenplagen, wenn die dann so ankommen und alles auffressen. Die kommen dann ja über die Luft geflogen. Ich gucke immer ganz genau auf den Boden hier. Kannst mir nicht vorstellen, dass die da hinten erst ist. Ah, Leute, ich muss aber auch den Pacht beenden. Weil wenn die zu lang werden, dann geht mir meine Aufnahme kaputt. Beziehungsweise ich kann sie nicht mehr... Ah, dann wird es unangenehm. Ich will hier nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Aber das ist dann dumm. Wenn die zu lang wird, dann habe ich Probleme. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, vertagen wir das auf ein andermal. Und gucken im nächsten Part vielleicht mal, dass wir hier dann diesen Weg mal lang reiten. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.